Hier liegen die Eheleute, meine Eltern, Fritz und Elfriede Treutler begraben. Mein Vater wurde am 6.4.1933 in Kunersdorf in Niederschlesien geboren und verstarb am 22.3.2009 in Essen. Meine Mutter wurde am 15.10. als Elfriede Otto geboren und verstarb am 25.01.2013 in Essen. Beide hat das Schicksal zusammengeführt. Mein Vater, der aus Schlesien durch die heranrückende polnische Armee vertrieben wurde, flüchtete zunächst mit seiner Mutter und seinen Schwestern nach Prag in die Tschechoslowakei. Von da aus, als die Russen kamen, wieder zurück nach Niederschlesien, nach Hirschberg. Da hat er zuletzt mit seiner Familie gewohnt. Dort hatten aber schon Polen das Haus der Eltern besetzt. Und er musste weiter fliehen mit seiner Familie Richtung Deutschland. Kam dann im Flüchtlingslager Friedberg an. Dort lebte er die erste Zeit. Wurde dann mit seiner Mutter und seinen Schwestern nach Niedersachsen verlegt. Dort arbeitete er in der Landwirtschaft und als Melker. Eine seiner Schwestern hatte mittlerweile als Zimmermädchen eine Tätigkeit in Essen-Bredeney gefunden und sie lud meinen Vater ein, auch nach Essen zu kommen. Er arbeitete zunächst im Straßenbau, dann bei der Zeitung und letztlich als Postbeamter bei der Post, als Briefzusteller. Mitte der 50er Jahre lernte er meine Mutter Elfriede kennen. Die beiden lernten sich kennen und lieben und heirateten. 1958 wurde ich als erstes Kind geboren. 1959 meine leider im Jahr 1988 verstorbene Schwester Sabine. 1962 meine Schwester Petra und 1967 meine jüngste Schwester Ute. Ja, und so kann man sehen, wie das Schicksal zwei Menschen zusammengeführt hat. In diesem Fall war das Schicksal der Krieg, die sich sonst wahrscheinlich nie im Leben begegnet wären. Und ich bin das Ergebnis dieser Flucht und dieses Treffens meiner beiden Eltern. Und insofern kann ich auch sehr gut nachvollziehen, was es heißt, keine Heimat zu haben, heimatlos zu sein. Das war ja ein Gefühl, was mein Vater seit seines Lebens mit sich herumgetragen hat. Der Verlust eben seiner Heimat und hier in Essen eine neue Heimat finden zu müssen und anzukommen. Das ist immer schwierig, wenn man anderswo sozialisiert worden ist, dort dann in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Und die ersten Jahre waren für alle Flüchtlinge sehr schwierig. Beide Elternteile haben eine schwierige Kindheit und Jugend hinter sich, die geprägt war durch Krieg, Elend, Verlust auch eines der Elternteile. Mein Vater hat seinen Vater verloren, meine Mutter hat ihren Vater in den letzten Kriegsjahren verloren. Er ist gefallen und insofern hat das auch die Psyche der beiden Eltern, ihr Seelenleben, massiv geprägt. Ja, nun kümmere ich mich um das Grab der Eltern, bis ich entweder selber sterbe oder das Grab irgendwann mal aufgelöst wird. Das waren Gedanken zum Leben meiner Eltern. Danke, tschüss.